Ich wollte mal schnell was trinken. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Ja. Genau, ich bin gar nicht da. Ich gehe jetzt nämlich zur Kirche. Oh. Die habe ich kalt erwischt. Oh. Nein, lasst mich. Bitte. Vielleicht wird die selbstständige Stimpack nehmen. Das kann ich so üben. Mit diesem Jagdgewehr, ne? So. Jetzt gehe ich mir mal da oben unseren Kollegen vornehmen. Kumpel, ich habe eine Schrotflinte für dich. Zack. Du bist mit lustig. Boah. Okay. Muss ich nochmal ein Steampack nehmen? In der. Okay, das wird so nix. Geh mal in die Kirche rein jetzt. Ich glaube, das ist das cleverste, was ich machen kann. Ich sollte mir unbedingt eine Waffe mit dieser 308er Munition bauen. Ich glaube, da habe ich momentan am meisten Munition mit. Wie komme ich denn in die scheiß Kirche rein? Oh. Alter, echt jetzt? Er hat auch schon wieder relativ wenig Munition. Okay. Alter, what? Geh weg. So. Boah. Krank. Ja, jetzt ist aber mal gut. Noch weg. Boah, das kostet wieder so viel Muni, ey. Gerade eben dachte ich noch, oh, ich habe so viel Munition übrig. Jetzt, zack, gibt's eine auf die Nüsse. Oh, Mann. Wow. Stirb. Muss Muni sparen. Oh, Mann, da nehmen wir's mal mit, warum nicht? Das Ende. Die Sachen gehören nicht mir, zumindest nicht mehr, aber vielleicht geben sie dir ja die Geborgenheit, die ich verloren habe. R. Wird vielleicht für Reverend stehen oder sowas? Alter. Ohne Witz jetzt. Haben wir es jetzt dann bald mal mit diesen Scheißratten? Ey, geh weg, Mann. Kranke Viecher. So, hier hieß es doch, ich krieg hier was. Vielleicht muss ich ja über deren Base da hoch. Hallo, kannst du mal da... Boy, Mensch, geh da rein. So klein, so schwach. Komm her, ich zeig dir gleich, wie schwach wir sind. So
Ja, manche. Nicht alle. Mensch, wir spielen. Ciao. A-Klammer nehme ich hier. Das hier. Ich sollte unbedingt lernen, wie man Munition macht. Deshalb brauche ich nicht das hier. Sprecher im Pool! Warten Sie! Bitte! Bitte, ich brauche nur einen Moment! Das fehlt mir noch. Ja. Tut mir leid, jetzt passt das gerade nicht, Miss Carter. Suchen jetzt Sie immer noch nach Governor Evans. Stimmt es, dass Holbrook als stellvertretender Governor agiert? Nein. Die Nachfolgeregelung besagt eindeutig, dass der Sprecher über den... Boah, was war das jetzt schon wieder? Ey, Leute. Ey, stimmt es, dass ein Zombie-Mob den südwestlichen Kontrollpunkt angegriffen hat? Was? Wer hat das... Nein, das waren von der Strahlung beeinflusste Leute. Viele von ihnen sind drüben im Krankenhaus. Die armen Seelen. Gibt es schon irgendeine Nachricht aus Washington? Ey, Freaks. Sind wir immer noch im Krieg? Was ist mit den Mutationen? Und mit den Berichten von Leuten, die den Mottenmann gesehen haben? Alter. War eine ehrbare Zeitung und ihr seid dabei, ihn in den Schmutz zu ziehen. Dies ist eine geschlossene Sitzung. Marshall, sorgen Sie dafür, dass unsere Freundin hier nach Hause. Habe ich mich gerade erschreckt, als ich auch runtergefallen bin. Ey. Echt jetzt? Sie haben sie gehört. Geschlossene Sitzung. Keine Reporter. Oh, verdammt. Schön. Aber also hier läuft es irgendwie gerade nicht so Leute, super gut für mich. Haben. Aha. Verschwinden Sie bloß, bevor ich Ihre Akquirierung zurückziehe. Okay, okay. Ich gehe ja. Ist doch gut. Boah. Au, kacken. Keines, oh, das war super, das war eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Keine Stimpacks mehr zu haben. Upsa. Ist ganz ungünstig. Aber die Typen kriege ich relativ zügig weggepustet. Ach komm. Mann. Erledigt. Ja, yeah, ein gammeliger Hotdog, der in der Gegend rumliegt. Das wollte ich schon immer mal haben. Hi. Ushanka. I know what this is. In diese Mützen lustig. Der ist leer. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Ja, cool. Ach so, hier komme ich bloß wieder unten an. Okay. Dann haben wir da oben noch nicht fertig. Ja, ich bleib mal bei dem. Zurück so. Bleib mal bei dem Jagdgewehr, das Ding ist super. In der. Schon gelohnt, wieder hier hochzukommen. Oh, da ist glaube ich noch. Habe ich wohl schon. Danke. Aha. Ja, jetzt Brandaxt könnte ich auch mal mitnehmen. Ich hoffe bloß, es ist eine Axt, die tatsächlich brennt und nicht eine, die im Brandfall benutzt wird.
Hier. Hier. Irgendwie ist alles so verdächtig leer hier. Pulver nehme ich auch. Borgschrott. Große Schraube nehme ich auch. Sicherung nehme ich auch mal mit. Die nehme ich mit. Doch gerade irgendjemand Weibliches gehört, oder? Eine Frauenstimme war das doch gerade. Ja, schön. Wieder so eine Statue. Ein verbrannter. Toll. Dachte mir fast. Alkohol, Salz, Pfeffer. Und Kochstation. Granate, ja. Ob ich die wirklich brauche, ist so die Frage, ne? Das brauche ich schon eher. Brauche ich nicht. Hauptsitz von Bornwright Industrial. Und schauen wir uns das doch mal an. Kann ja nur cool werden. Hier mit Verbrannten kann ich umgehen. Wenn der Laden hier voll mit Verbrannten war. Himmel. Oh, stirb doch. Hey, was geht bei dir? Nehme ich gern. Diese Verbrannten sind alle vom Level her sehr dankbar zu töten. Und wenn ich Stufe 10 erreicht habe, könnte ich auch endlich mein gutes Scharfschützengewehr nehmen. Okay. Ein Stimpack. I need this. Und ja, ich bin hier mit Absicht wieder runtergefallen. Nein. Alter, verarsch mich doch nicht. Was? Eine saubere Kaffeetasse. Überkleber nehme ich mit. Ich glaube, in denen müssten Schrauben drin sein, ne? Oh, kann ich hier Patronen? Nein, das wäre nicht schlecht. Was verschießt denn diese Impro-Pistole eigentlich? Munition. Puh, was verschießt die denn? Glaube ich nicht. Hier. Nehme ich da gar nicht aus. Ja, muss ich vielleicht mal bei Gelegenheit prüfen, was die überhaupt verschießt. Aber ich habe ja auf der Knarre hier noch genug Munition. Nein, da geht's nicht weiter. Ich arbeite mich jetzt hier Stockwerk für Stockwerk durch. Ciao. Oh, das sind schon wieder so verworrene Dinger. Toll. Das war jetzt wirklich notwendig. Das habe ich gebraucht. Nur das. Da ist auch nix. Okay, dann gehe ich mal wieder eine Etage tiefer. Und halt einstecken. Ja, ich vermute, dieses Passwort bekomme ich ganz unten. Okay.
Und mit eben jedem Passwort kann ich dann wieder hoch. Toll, den hat's erwischt. Spacko, Alter. Ich frag mich manchmal, ob die wirklich glauben, nur weil sie da so dastehen, dass ich sie nicht sehe. Nehme ich auf ihn. Na, wenn es entsperrt werden muss, muss der was schaltest in den Klebeband bloß. Highlight des Tages. Ach ja. Das Kleber. Irgendwo hier muss ja noch einer sein. Nehme ich auch mit. Vermute hier drin in dem Raum. Und ich vermute richtig. Nachsehen. Ich bin ja tatsächlich um die Sniper extrem dankbar, dass wir die gefunden haben. Weil ich ja gern PvP machen möchte nachher noch. Und ich dann gern so bisschen auf Distanz bleiben würde bei dem Ganzen. Weil die, die sich natürlich dafür melden, sind mit Sicherheit auch nicht PvP unerfahren. Wenn sich dafür überhaupt schon jemand gemeldet hat heute. Für die Frage. Ja, viele, die machen so einen Kram in der Beta erstmal nicht mit. Weil sie sich natürlich ins Spiel einfinden wollen müssen. Ja, ich geh mal runter. Ah. Ah, stirb. Oh. Jetzt bin ich rausgegangen, Mist. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich zweimal Ladescreen. Das tut mir echt leid. Wenn mir der Ladescreen zu lang dauert, schneide ich ihn wahrscheinlich einfach raus. So, wieder zurück. Okay, jetzt bin ich mit irgendwelchen Leuten hier reingewürfelt worden, die gerade eben noch nicht drin waren. Oh, Schrotpatronen und davon nicht gerade wenig. Kann ich gut gebrauchen. Boah, Alter, hilft hier die Gasmaske was? Die Gasmaske? Ja, die Gasmaske hilft wirklich. Naja, oder auch nicht. Muss aber leider hier an das Terminal. Alter, geh mal weg. Ja, ich gehe die gerade mit Absicht zweimal durch. Boah, krank. Ich muss jetzt erstmal einen Red Away nehmen, weil das ist ja krank gewesen jetzt hier. Hat mein Männchen Hunger? Irgendwann am Stütischen. Und Hunde Futter hätte ich natürlich zuhauf im Moment noch. Hot Dogs kann er essen, Kartoffelchips. Trinken sollte auch mal wieder was. So. Und jetzt schwinge ich meinen Arsch wieder nach oben.
Hier noch was zu holen? Schon. Ach, danke. Wie viel Red ich schon wieder hab, ne? Ich dürfte jetzt erstmal nach oben gehen, oder? Reisekontrakt, folge dem Weg der Aufseherin. Suche in Pennys Büro nach Informationen über die Hauptader. Respawnen die Gegner eigentlich? Ich hoffe nicht. So, ich lasse sie trotzdem mal kurz alle durchlaufen. Ich habe Möglichkeit, einen Ausweis zu bekommen, um Zugang zum obersten Stockwerk zu erhalten. 6 Meter unter mir, okay. Olle. Prüfung starten. In einem der automatisierten Bergwerke der Firma ist es zu einem Unfall gekommen, der mehrere Leiter das Leben gekostet hat. Wie reagieren Sie darauf? Ich gebe eine Stellungnahme ab, in der ich den Familien Entschädigung zusichere. Vermutlich ist das nicht das, was Sie wollen. Ich mache Agitatoren der hiesigen Gewerkschaft für den Vorfall verantwortlich, rufe ein firmenweites Arbeitsschutzprogramm ins Leben. Ich vermute, wir sollen die Schuld jemand anderem geben. Sie sind in Besitz belastender interner Informationen über einen unserer Konkurrenten gekommen. Was tun Sie? Vernichte Sie, wir fahren den Konkurrenten auch im Fernwettbewerb überfliegen. Ihr presse den Konkurrenten. Ja, wahrscheinlich. Ein hiesiger Politiker verlangt von Ihnen eine beträchtliche Wahlkampfspende als Gegenleistung für Gesetzgebung, die Sie begünstigen würde. Wie reagieren Sie darauf? Blabla. Belastende Informationen zu finden, um den Preis zu senken? Ja, würde ich machen. Ganz klar. Wir haben Drohungen von einer Gruppe erhalten, die über ihre Automatisierungspolitik werden. Das gehen sie vor, Beweise mit der Polizei übergeben, damit die sich darum kümmert. Lukrative Arbeitsstellen anbieten, 24 Stunden Überwachung zu ihrem Schutz. Ja, Polizei. Ihnen wurde eine bessere bezahlte Stelle bei einem Konkurrenten in der Region. Ich nehme die Stelle an. Ich gebe die Einzelheit an Hornwrights S-Klasse, firmeninternen Geheimdienst weiter. Antworten verarbeiten. Ergebnis anzeigen. Schade, sie haben nur 4 von 5 Fragen richtig beantwortet. Sie haben nicht das Zeug zum Leiten angestellt. Lernen Sie fleißig. Leute. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Prüfung starten. Also, wir müssen richtig assi sein. Ungültiger Mitarbeiter. Ja, ich weiß schon, welches die falsche Antwort war. 24 Stunden überwachen. Ja. Antworten bearbeiten. Gib uns anzeigen. Was? Jetzt aber nicht weniger sein? Ich habe doch eine Antwort geändert. Okay. Also den Konkurrenten. Bringe bitte an die Öffentlichkeit, um aufzudecken, lehne höflich ab und spreche bei dem Politiker seinen Mangel weg vor dem. Mit Sicherheit nicht, das ist ultra der korrupte Konzern, da wette ich drauf. Operative Arbeitsanstellung. Wahre Identität. Vielleicht denn das? Ja, Mann! Hack! Jo, mach ich. Schon ein Drecksverein, ne? Leitender Angestellter festgestellt. Ausweis
drauf. Ah, schade, wäre witzig gewesen, dass wir das hätte zerschießen können. Hui. Ach, ist ja. So, vorsichtig, nicht in das Wasser rein. Ich kann übrigens nicht dafür garantieren, dass wir in dem Spiel jemals wieder zur Hauptquest zurückkommen. Nein, Spaß, natürlich kommen wir irgendwann wieder darauf zurück. Wahrscheinlich, wenn jede Nebenaufgabe erledigt ist. Geht er. So, wo habe ich den anderen über den Haufen geschossen? Dachs. Oh, retten wollte ich mitnehmen. So. Hier noch was? Darf ich jetzt die Truhe? Ich dachte schon, ich werde jetzt hier geröstet. Wie man das aus den Resident Evil Filmen kennt. Wer erinnert sich noch an dieses Lasergitter? Ausgebrannten brauche ich nicht. Zigarettenautomat, ja, brauche ich auch nicht im ersten Moment. Okay. Aber hier darf ich durch. Gucken wir, auf der anderen Seite darf ich auch durch. So. Benutzer entdeckt. Stelle Verbindung her. Benutzerverbindung festgestellt. Hauptader 003 bereit. Benutzer. System 003 fordert Hilfe an. Brennstoffniveau kritisch. Rumpf kritisch. Diese Hauptader fordert auf jeden Fall. Gar keine Diskussion. Ja, arbeite dran. Womöglich darf ich jetzt hier durch? Nein. Ich hätte bei denen erst noch was abholen müssen, oder wie? Muss auf jeden Fall eine Etage tiefer. Wer hat einen Ausweis ausgegeben? Also da hätte ich gerne noch den Zwischenschritt, wo dieser komische Ausweis ist, weil den finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Brennstoffniveau äußerst niedrig. Okay. Wichtig ist, dass ich schon mal diesen Fusionskern habe. Den braucht man nämlich, um die Power-Rüstung zu aktivieren. Forschungsterminal? Drück das wieder bloß durch, um die möglichen Checkpoints davon zu bekommen. Weil, wenn wir das wirklich alles durchlesen würden, oder wenn ich alles vorlesen würde, wäre die Beta relativ zügig vorbei mit relativ wenig gemacht. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd. Im Hauptspiel kann ich dann ruhig ein bisschen mehr vorlesen, wenn ich denn dann Zuschauer habe. oder wenn es überhaupt gewünscht ist. Och komm ey, echt jetzt? Mir fehlt irgendwas. Irgendwie ein Ausweis, hat er ja gerade eben gesagt, würde mir fehlen. Wenn das mir den doch jetzt mal anzeigt. Welchen Code gebe ich gerade? Oh, toll.
Ah, toll. Ich werde mal nochmal ins Forschungsterminal gehen. Okay. Neue AMS. Keine Nummer. Auch keine Nummer. Ups, dieselbe nochmal. Auch keine Nummer. 001. 36984. Anforderungscode akzeptiert. Gebe Reparaturbarke aus. Freigabe für Barkeneinsatz erteilt. Barke. Nach unten gegeben. Barke einsetzen. So. Haben wir doch aber souverän gelöst, ne? Ich sehe was. Oh oh. Nein, bleib noch ein Stück weg. Ich glaube, dass das sowieso die letzte Kugel war, die ich Magazin. Nicht insgesamt, aber im Magazin. Fuck. Boah. Geh weg. Babyrassel brauche ich. Leider auch nicht. Lederrüstung, Arm-Mod. Mods sind ja nicht so tragisch, wenn man die direkt mitnimmt. Sache ist die, jedes hier auch die 44er schon wieder. Ich kann da nicht jede Waffe von mitnehmen. Das ist einfach auch gewichtstechnisch nicht machbar. Impact Super nehme ich gerne. Serpentino Kleben. Mini-Atombombe nehme ich auch gerne. Auch das Stimpack hier nehme ich mit. 10mm Maschine. Ohne was? What? Kenne ich ja noch gar nicht. Cool. Eins. Fusionskern. Warte. Gerne Hochstufe. Oh man, das wird ja bloß dezent schwer. Oh, ich bin überladen, wer hätte gedacht. Oh boy, jetzt nehmen wir alles mit. So. Ja, genau das hatte ich leider befürchtet. Das ist jetzt halt wieder hart behindert. Weil die Power-Rüstungsteile, die du trägst, also an der Rüstung dran, die wiegen nix. Aber alles, was du halt so im Inventar hast, das wiegt halt. Und das ist nicht gut in dem Fall. Ich hätte schon wieder Waffen wegschmeißen müssen. Keine brennende Axt. Ich werde mal die beiden austauschen. Aber nicht mehr überladen. Warum laufe ich so langsam? Start der Barke festgestellt. Entfernung 1200 Meter. 800 Meter. 400 Meter. Verbindung durchgeführt.
Reparatursysteme aktiviert. Hauptader-Status normal. Wiederhole. Status normal. Leite Durchbruchsvorgang ein. Benutzer, bitte zurücktreten. Was? Angeben Heil von Benutzer erkannt. Vorrangige Materialien in Ansatzstation abgelegt. Hauptader 003 vollständig, Benutzer. Hauptader vollständig. Hauptader wird das nicht vergessen. Ich werde einen Fusionskern einführen müssen. Wird nicht, kann jetzt schneller laufen? Ja. Wo ist das Ding jetzt hin? Nimm das Geschenk der Hauptader. Das Geschenk der Hauptader ist wo? Laden, ja, danke. Boah, what the fuck waren das? Gegenstandsblumen, schwarzes Titanerz, Eisen, Uranerz, Goldschrott, Ultrazitschrott. Holla. So, Stufenaufstieg. Yep. Skillpacks, bitte. Würde gern mehr tragen können, wenn's geht. Hilfe. Einbrecher. Ich muss eins beim Schloss knacken. Ja, Mann. So, dann will ich einmal Stärke. Schrottgegenstände. Das ist aber nichts, wo ich schon mehr nehmen kann, ne? War das nicht bei Charisma, wo der als einsamer Survivor... Hier. Yeah. Wenn du allein unterwegs bist, erleidest du 10% weniger Schaden, wenn du hältst. Oh nö, haben sie das mal geändert, schade. Da hast du nämlich mal mehr tragen können mit. Nicht automatische Gewehre verursachen nun 10% Schaden. Ne? Nehmen mal den Messi. Ja, genau. Und wofür nahm meine verbesserte Präzision und Streuung? Würde ich auch mal mitnehmen. So. Den würde ich draufhauen. Den würde ich draufhauen.